So, dann der Bastelzeit und wir sind wieder zurück mit dem Ding hier. Ja, das hier, das ist eine Maus, in dem Fall jetzt eine Vertikalmaus, die man hier so hält. Aber am Ende einfach nur eine Maus mit Funk. Die hatte ich in einem vorherigen Video schon etwas zerlegt, denn ich hatte das Problem, dass die Batterien mir zu schnell leer gegangen sind. Und habe jetzt hier statt einer Batterie einen Akku drin, ein LiFePO 4, der den Vorteil hat, dass er halt relativ viele Zyklen durchhält und auch sonst von der Spannung her ganz gut zur Maus passt. Wie wir sehen können, das Ding leuchtet rot, respektive hieß aus, wenn wir es ausschalten, funktioniert also einwandfrei. Allerdings, was noch so ein bisschen Thema ist das Thema Laden. Ja, aktuell ist es so, dass ich zwar laden kann, das ist aber ein bisschen nervig, denn dazu muss ich hier einmal das Batteriefach aufmachen und hier habe ich mir hier unten einen Micro-USB reingeklebt. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen, wo haben wir ein Micro-USB-Kabel, nehmen wir das hier und kann das hier unten einmal einstecken und dann wird der interne Akku geladen. Das ist soweit okay, funktioniert auch einmal frei. Wir sehen jetzt ja hier, grüne Lampe ist an, das heißt, das Ding lädt jetzt hier fleißig vor sich hin. Ist erstmal akzeptabel. Zum einen, weil, naja, auf der Unterseite ist zwar jetzt nicht so toll, aber hey, Apple macht das ja auch, von daher muss das bestimmt gut sein. Spaß beiseite, der Akku hier drin, der hält mehrere Wochen durch. Also wenn man das so einmal im Monat laden muss oder sowas, dann ist das, denke ich, akzeptabel. Ich hätte es aber trotzdem gerne in schön. Und das ist dann jetzt der Versuch heute, das Ding besser zu machen, als es jemals war. Denn es gibt ja noch ein anderes Konzept, wie man laden kann. Nicht nur hier mit Kabel und so. Dazu holen wir uns mal gerade eine andere Maus. Und das wäre diese hier. Ja, das hier, das ist offensichtlich eine Logitech-Maus. Und wie man an den Battle Scars erkennen kann, die ist wohl schon etwas älter. Ja, das Ding hier, ich bin mir nicht sicher, weil dummerweise auf der Rückseite nicht mehr viel vom Typenschild geblieben ist. Aber die müsste 2010 oder sogar früher gekauft worden sein. Das Einzige, was ich noch sehen kann, ist, dass er wohl 2016 ausgemustert wurde. Das heißt, seitdem ist die irgendwie hier bei mir an diversen Testplätzen. Und eigentlich ist es eine relativ coole Maus. Zum einen, sie hat hier oben, wie wir sehen können, Bluetooth. Das heißt also, ja, man hat halt immer die Auswahl bei Funkmäusen zwischen Pest und Cholera. Bluetooth hat den Vorteil, man kann es mit nahezu jedem Gerät koppeln. Man braucht beim Laptop oder so keinen separaten Empfänger. Das heißt also, hier diesen Dongle kann man sich sparen. Nachteil von Bluetooth, mit mehreren Geräten nutzen ist halt eher schwierig. Drin muss man jedes Mal neu pairen und alles. Wohingegen dann hier die, naja, da muss man jedes Mal den Stecker mitnehmen und entsprechend den umstecken. Ist auch nicht so dolle. Aber die hier, diese Logitech-Maus, hat noch was Schönes. Mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, wer das designt hat. Er hatte anscheinend Ahnung, denn das Ding hier hat immer noch den Original-Akku, der jetzt über 10, vielleicht sogar 15 Jahre alt ist. Und das Ding hält immer noch einen kompletten Tag durch. Aber Moment mal, Akku, wie laden wir das denn? Hier ist nirgendwo eine Buchse. Die Geheimnisse liegen hier unten, diese beiden Kontaktflächen. Zu der Maus gehört nämlich auch noch diese wunderschöne Ladestation. Ja, im Endeffekt ist das nicht viel. Wir haben einen Sockel, der ein bisschen schwerer gemacht ist. Da ist wohl irgendwie ein Metallstück drin. Und das hat hier hinten einfach zwei Federn mit ein bisschen Plexiglas. Und da können wir dann hier die Maus reintun. Und wenn ich sie jetzt eingesteckt hätte, dann würde entsprechend das Ding anfangen zu laden. Ja, ist ganz praktisch, kann man dann den ganzen Tag mit arbeiten. Wenn man abends fertig ist, stellt man es in die Ladeschale und jeden Morgen hat man dann wieder eine volle Maus. Klingt gut, hä? Ja, ich denke, damit soll jetzt auch klar sein, was mein Ziel ist für diese Maus hier. Ich hätte gerne eine Ladeschale. Diese hier können wir natürlich nicht benutzen, schätze ich. Was ist denn das Netzteil? Was gibt denn das an Ausgang? Lasst mal gerade gucken. Ausgang ist 8 Volt bei 500 mA. Dann gehe ich da... Nee, Moment mal. Hä? 8 Volt passt nicht. Bei 8,4 hätte ich jetzt gesagt, okay, in der Maus ist ein Akku drin, der mit zwei Zellen Lithium hintereinander hat. Lasst mal gerade gucken. Nee, der Akku, also zumindest die Ersatzakkus, die ich so gefunden habe, 3,7 Volt, also hier ist irgendwo wohl noch ein Ladegerät drin, ob in der Maus oder hier, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber wie auch immer, sowas Ähnliches hätte ich gerne. Die hier, wie gesagt, zum einen falsche Spannung wahrscheinlich und zum anderen, die Maus hier passt nur so mäßig da rein. Die ist halt ein bisschen unförmiger.
Heißt also, ja, zwei Sachen. Nummer eins, ich muss Kontaktstellen schaffen, sowas hier. Dafür habe ich mir damals extra hier die beiden Drähte schon mal rausgelegt, dass ich da was Passendes habe. Dann haben wir noch eine Nummer zwei. Da bin ich mir nämlich noch nicht ganz so sicher. Wie machen wir das, dass die Kontaktstellen auch die richtige Stelle treffen? Hier bei der Maus, da haben wir ja zwei Sachen. Zum einen, wir haben hier diesen Slot in der Mitte, der dann auf so einen Steg hier in dieser Ladeschale geht. Und dann natürlich diese Mulde hier unten selber, die dann quasi als Endanschlag dient, sodass wir sicher sein können, dass diese Federn hier hinten tatsächlich die Maus da kontaktieren. Sowas Ähnliches brauchen wir hier dann natürlich auch, wenn wir nicht hier mit dem Kabel rumspielen wollen. Das heißt, wenn wir das hier mal wegmachen, brauchen wir unten zwei Kontaktflächen und irgendetwas, wo wir die Maus am Ende dann draufstellen können oder Ähnliches. Eine Möglichkeit wäre jetzt natürlich, okay, wir machen den ganz wireless Move und machen gar nicht irgendwie Kontaktflächen, sondern machen hier unten ein G-Pad irgendwie rein, das heißt also drahtloses Laden, dann kann man es einfach auf so ein Ladepad setzen. Würde natürlich funktionieren, aber ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von drahtlosem Laden, nicht weil es nicht cool wäre, sondern einfach weil es eine Menge Energie verschwendet und Energie muss ich jetzt nicht unbedingt verschwenden, wenn es nicht sein muss. Bei manchen Stellen mag drahtloses Laden Sinn machen. Hierbei, naja, nicht wirklich. Heißt also Kontaktflächen und entsprechend irgendwas an Docking Station, wo wir das Ding dann am Ende reinschieben können. Fangen wir doch erstmal mit den Kontaktflächen an, weil das geht relativ einfach und dazu brauche ich wieder ein bisschen zusätzliches Material. Ja, und ideal dafür, da wäre jetzt Kupferklebeband, also einfach ein Klebeband sozusagen, was auf der Oberseite eine Kupferschicht hat. Das könnte ich hier einfach draufkleben und ja, dann wäre das Thema gegessen. Sache ist, ja, das liegt irgendwo sehr weit unten in irgendeiner Kiste. Bin ich jetzt zu faul für. Also habe ich mich opfern müssen und leider irgendwelche Reste vom Schoko-Osterhasen dann essen müssen, das ist natürlich ganz, ganz tragisch, aber ne, im Schokosektor ist offensichtlich Materialknappheit noch kein Thema, entsprechend wickelt man das immer noch in Aluminiumfolie ein und ne, die dürfte auch ausreichend leitfähig sein, um hier ein paar Dinge zu machen. Das heißt, ich mache mal hier ein bisschen was gerade, gucke, dass wir das dann hier irgendwie rechts und links vielleicht neben den Sensor packen können. Ich habe ja auch noch glücklicherweise doppelseitiges Klebeband. Damit sollte das Thema dann relativ schnell durch sein und wir unsere Kontaktflächen haben. Recycling pur. Okay, dran ist es schon mal. Natürlich noch nicht elektrisch verbunden, aber erstmal gucken, dass das hier keine Probleme macht. Nein, Glidepads sind dicker, also zumindest das eine. Die anderen, die liegen noch hier irgendwo rum. Gucken, ob ich die überhaupt nochmal dran kriege. Wobei, ich habe jetzt ja mein doppelseitiges Klebeband hier, also sollte gehen. Dann müssen wir jetzt nur noch irgendwie die Kabel da dran kriegen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, war das hier Litze oder war das fest? Es war, ich glaube, es ist gelötete Litze. Irgendwie passt das schon. Wo ist Lötzeugs? Das ist natürlich etwas, was man wahrscheinlich nicht machen sollte, weil es ist relativ klar, dass ich mir hier bei dem dünnen Metall das Gehäuse ansengen werde, aber das ist im Batteriefach, damit kann ich leben. Ich hatte also erstmal versucht, das Ganze auf die Alufolie da drauf zu löten. Das hat allerdings, wie wahrscheinlich zu erwarten war, nicht so ganz funktioniert. Hab dann die Alternative geholt und die Litze einfach direkt auf das Alu draufgeklebt. Es müsste eigentlich soweit halten und wenn nicht, der Deckel vom Batteriefach, der kommt ja auch noch da drauf und der drückt das dann auch nochmal an. Okay, keine Garantie und so, aber ich habe jetzt mal Plus und Minus hier dran. Theoretisch ist das Plus das Minus. Das heißt, ja, ich suche mir mal erstmal, ja, Multimeter bringt mir nichts, weil ich kann nicht sinnvoll unten drin messen. Das heißt, ich gebe direkt mal Strom drauf, ein Netzteil. Und schauen wir doch einfach mal, ob es hier anfängt grün zu leuchten. Dann wissen wir schon mal, ob meine Kontaktflächen funktionieren. So, wollen wir mal. Ich habe ein sehr konservatives Current Limit, das heißt, es kann sehr gut sein, dass das nicht funktioniert. Ja, mal gucken, 1 und 2 und... Okay, also irgendwas zieht, so viel sehe ich schon mal. Geht zwar keine Lampe an, aber...
Der Current Draw sieht sinnvoll aus. Versuchen wir das nochmal. Und jo, da unten wird es grün. 200 mA. Das sieht okay aus. Fehlt nur noch eine Gegenstelle, ne? Da gibt es verschiedene Sachen, die man machen könnte. Und ehrlich gesagt, ich bin mir noch nicht so 100% sicher, was. Also für die Kontaktfläche, die sollte sinnvollerweise gefedert sein, sodass die ein bisschen runterdrückt und gegenhält, einfach um Höhenunterschiede so ein bisschen auszugleichen. Man könnte das mit Pogo-Pins machen. Müsste ich auch noch welche da haben, wäre eine Option. Die andere Option ist, ich hole irgendwie zum Beispiel hier sowas hier. Das ist ja auch leitfähig. Oder ich gehe hin und hole irgendeinen anderen Schaumstoff und mache dann auch einfach ein bisschen Alufolie drüber. Geht auch. Und für das Treffen, ich denke, der 3D-Drucker muss wieder herhalten. Ich denke, wir sind uns einig, dass eine Ladeschale schön wäre, aber auch sehr kompliziert. Ich werde es gleich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich habe da wenig Hoffnung. Im Zweifelsfall gibt es einfach wirklich keine Hochkantschale, wo es irgendwie schräg drin steht, sondern einfach was flach mit ein bisschen Kontur zum Reinstellen. Das geht dann relativ einfach. Einmal hier rumzeichnen und das dann so ein bisschen eingelassen in den 3D-Druck reinmachen, dass man das einfach da drauf stellen kann. Klingt nach einem Plan. Ich versuche es jetzt erstmal mit der kompletten Links. Und zwar ist das jetzt ein bisschen kompliziert, weil Maus sehr unförmig und so. Das haben wir ja schon mitbekommen. Was es aber gibt, es gibt Systeme, um 3D-Scans zu machen. Am schönsten sind natürlich speziell darauf ausgelegte, das ist klar. Aber ich denke, wir sind uns auch soweit klar, dass die Dinger halt auch im Zweifel noch ein paar Euro kosten. Es gibt aber etwas anderes, was auch 3D-Scans machen kann, nämlich viele Handys heutzutage. Oder zumindest mal ein Teil. Das Problem an der Stelle ist, um so einen 3D-Scan mit dem Handy zu machen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mit einem speziell dafür ausgestatteten Sensor. Das sind die kennt man vielleicht auch aus dieser Kinect, die es damals für die Xbox gab. Aber auch zum Beispiel neuere iPhones haben so einen LiDAR drin. Das ist ein Lichtabstandsmesser. Damit können die sehr genau 3D-Scans machen. Sache ist, ich habe kein neues iPhone. Die kosten halt, soweit ich mich entsinne, immer noch irgendwie vierstellig. Das muss jetzt nicht sein. Also muss eine Alternative her. Die Alternative zu LiDAR, die heißt photometrisch. Das heißt also, wir machen Fotos von dem Ding und berechnen dann mathematisch, was denn so da an Form drin sein könnte. Da braucht man eine Menge Rechenleistung. Das heißt, die meisten Dienste, die es dafür gibt, die sind cloudbasiert und kostenpflichtig und so weiter. Man braucht aber noch was Zweites. Und zwar, wenn man die Dimensionen haben will, dann brauchen wir dummerweise auch eine sehr genaue Referenz. Das heißt, wir müssen wissen, wie funktioniert die Kamera. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, bei den ganzen Android-Telefonen, die es gibt, dass das eher schwer ist. Und da gibt es halt so viele Unterschiede in den einzelnen Sachen. Damit kommen wir nicht weiter. Da ist zu viel Unterschied drin. Glücklicherweise klappt es aber auch mit alten iPhones. Und ich habe hier, das ist ein iPhone X zum Beispiel. Und da gibt es dann verschiedene Apps, die sowas machen können. Das hat auch den Vorteil, dass es, glaube ich, das Handy ist mit der wahrscheinlich sinnvollsten Kamera, was ich hier rumliegen habe. Meine Android-Geräte, die sind meistens älter als das hier, von daher ist das nicht verwunderlich, dass die Kamera schlechter ist. Auf den Prozess werde ich jetzt nicht ganz so sehr eingehen, einfach weil es vorne und hinten nicht sinnvoll funktioniert hat bei mir. Als Software hatte ich Polycam benutzt, weil es die einzige war, die jetzt so auf die Schnelle was Brauchbares rausgerückt hat. Raus kam ein GTLF-File oder GLB-File und das kann man mit ein bisschen Tricksen dann in FreeCAD rein operieren. Ich habe in FreeCAD dann probiert, das Ganze zu modifizieren, das heißt meine Löcher reinzumachen für die Kabel, entsprechend abzuschneiden, was man nicht mehr braucht. Sagen wir mal, FreeCAD hat sich damit etwas schwer getan und da das Ganze ein One-Off ist, bin ich dann den einfachen Weg gegangen, habe mir das rüber in Prusa Slicer geholt und habe dann da einfach mit Modifikatoren mit Dinge rausgeschnitten, sodass das am Ende passt. Das Ganze dann auf den Drucker geschmissen und am Ende kam dann das hier raus. Okay, ich glaube, die Skalierung passt noch nicht so ganz. Also nochmal neu skaliert, neu gedruckt und definitiv ein Hack, aber hey, sieht halbwegs
so aus, als ob es funktionieren könnte. Sehen jetzt auch relativ gut hier auf der Rückseite, wie der ist so rau ist, sage ich mal. Das ist, weil das halt der gescannte Teil ist. Haben hier unsere Aussparungen, wo ich vorbereitet habe entsprechend für die Pads. Und hier unten sehen wir noch so ein paar Reste, dass sie zum Beispiel was nach vorne raussteht. Das ist da, wo eigentlich der Empfänger drin ist. Was aber ganz wichtig ist, ich weiß nicht, ob man es hier überhaupt sehen kann, aber hier ist so ein bisschen Wand. Das heißt, nach vorne sollte da auch nichts rausfallen können. Und wenn ich jetzt mal meine Maus hole, haben hier unten ja unsere Pads und so rum hatte ich es designt. Lasst mal gerade gucken. Das heißt, das müsste jetzt hier so reinpassen und sieht prinzipiell gut aus. Der klippt auch irgendwie hier schön ein. Das ist hier oben diese Ecke. Da klippt er dann mehr oder weniger rein. Das heißt, der sitzt jetzt hier relativ fest. Und wenn wir von hinten mal durch die Löcher gucken, da spiegelt sich jeweils was Silber. Das heißt also, auch die habe ich halbwegs getroffen. Ansonsten, ja, ich habe hier meine Kanäle für nach oben raus, für zur Seite, für hier irgendwas reinzumachen. Das sollte definitiv reichen, plus halt die großen Löcher, die hinten dann dünner sind, für an die Wand festzuschrauben. Bleibt nur noch eins, die Kontaktflächen, ne? Oder zwei Sachen, aber fangen wir mal mit den Kontaktflächen an. Ich hatte erst überlegt, ob ich hier irgendwas mit Pogo-Pins einfach reinklebe, aber ich denke, ich werde den einfacheren Weg gehen. Ich habe nämlich hier noch einfach ein bisschen Schaumstoff, der lässt sich ja schön zusammendrücken. Und ja, da irgendwas drüber, was dann leitend ist. Und entweder könnte ich hier so Klebeband holen mit entsprechend leitfähigem Material drauf. Ich denke, ich werde aber einfach bei hier sowas bleiben. Einfach weil flexibler, ein bisschen Litze. Das hier ist jetzt so Schirmungsgeflecht aus einem Netzwerkkabel, was ich zerlegt hatte. Und ja, bevor wir das Kram hier wegschmeißen, können wir das ja alles recyceln. Ne? Das heißt also, ich schneide mal hier, möglichst aus einem dickeren Bereich, ein paar Pads aus, die wir hier reinkleben können dann am Schluss. Und dann schauen wir mal, ob das dann funktioniert oder nicht. Wobei, ich habe mich gerade umentschieden, ich werde es kombinieren. Einfach den Streifen noch zusätzlich drauf, dass ich mehr Kontaktfläche habe. Sicher ist sicher. Wir müssen natürlich aufpassen. Aktuell sind die hier noch nirgendwo irgendwie isoliert, bisschen anfällig. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass am Schluss sich da Plus und Minus nicht berühren. Jetzt schauen wir mal, ob sich hier etwas tut. Wo könnte man das denn sehen? Wahrscheinlich am besten hier drunter. Und dazu benötigen wir Spannung, und zwar 5 Volt. Wenn ich bitten darf, die Seite haben wir gesagt ist Plus, die Seite ist Minus und meint, das tut sich was. Ja, der ist auch hier nicht drin. So, ja, er lädt. Ich sehe was. Und da unten ist grün. Wenn ich jetzt mal die Spannung wegschalte, geht's aus. Wenn ich wieder anschalte, geht's an. Okay, meine Ladeschale funktioniert. Wenn ich hinten 5 Volt drauf gebe. Es gibt jetzt zwei Sachen, die man hier machen kann. Die eine wäre, ich gehe hin und mache hier hinten einfach ein USB-Kabel dran, dann kann ich es in ein normalen USB-Ladegerät stecken. Die Alternative wäre, ich gehe hier raus und setze hier in diesen Kanal, den ich mir gemacht habe, noch so einen kleinen 5 Volt Step-Down rein. Dann könnte ich es zum Beispiel von 12 Volt betreiben, zum Beispiel von meiner Solaranlage. Ich denke, ich werde jetzt erstmal mit dem USB-Variante, mit dem USB-Kabel arbeiten. Einfach, weil ich in der Ecke ohnehin schon einen großen Konverter auf 5 Volt dastehen habe. Das passt dann erstmal. Und ja, so kann ich dann meine Maus laden, wenn ich hier Feierabend mache. Klingt gut. Also schnappen wir uns mal hier so ein USB-Kabel. Das ist jetzt ein abgeschnittenes. Das sind Dinge, die kann man sich immer mal wieder weglegen, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Maus oder sowas aussortiert. Dann ja, mache ich gerne hier die Dinge ab, denn USB-Kabel kann man halt immer brauchen, zum Beispiel für sowas hier. Und USB-A wird zwar jetzt nach und nach immer mehr ausgemustert, aber noch sind sie ja verfügbar und solange wie sie das sind, kann man hier mit relativ simpel 5 Volt sich stibitzen. Kabelfarben üblicherweise rot für 5 Volt und schwarz für Ground. Den Rest brauchen wir nicht, den binden wir uns mal weg.
Was man hier immer machen sollte, ist einmal nachmessen, denn ich hatte leider auch schon ein paar Kabel, die andere Farben benutzt haben. Also die hatten zwar dieselben Farben drin, die man so gewohnt ist, aber es kam halt nicht an der richtigen Stelle raus und das ist dann ja nicht gut. Und ja, Dinge verpolen oder sowas macht am Ende Basteleien kaputt und ich bevorzuge meine Maus jetzt nicht direkt zu grillen. Die würde ich gerne noch ein bisschen benutzen, wie man unschwer an den Reparaturversuchen vermuten kann. Also holen wir uns hier das Ganze mal, machen einmal das Multimeter dran, Minus, Plus. Und was sagt unser Multimeter? Unser Multimeter sagt 0 Volt. Jetzt? Ja. 5,2 Volt, kein Minuszeichen. Das passt. Also, wenn man den Strom auf dem Hub einschaltet, klappt das auch besser. Das heißt, wir können das Kabel hier so benutzen. Mal hier wieder unser anderes Netzteil aus. Und geht stattdessen dann hier hinten hin und machen unser USB-Kabel ran. Mal gucken, eigentlich wäre es sinnvoll, das hier noch irgendwie einzukleben oder irgendwas, aber fürs Erste muss das hier so reichen. Die Datenkanäle, also weiß und grün sind die beiden Daten, die wickle ich jetzt einfach mal drum und mache was Isoband drum, dass mit die aus den Füßen sind. Ich fürchte, Isoband brauchen wir hier noch ein bisschen mehr, denn wie gesagt, hier ist so ziemlich alles nicht, hui, nicht isoliert. Und was gerade hui war, das war noch eingesteckt, das wurde jetzt gerade ein bisschen warm. Ist halt wahrscheinlich der gute Aludraht. Na gut, ja, theoretisch hat der Hub ein Current Limit und sollte dafür sorgen, dass da nichts passiert. Aber naja, man merkt's. Gut, die Maus wieder weg, dann können wir hier in Ruhe schaffen. Das dahin, bisschen verwursteln und na, eigentlich müssen wir hier irgendwas reinmachen, um das festzuklemmen. Habe ich hier irgendetwas an Zeugs, was ich nicht mehr benötige, was man dafür nutzen könnte? Wie wäre es noch mit ein bisschen mehr Schaumstoff? Da habe ich ja eh schon angefangen, Dinge rauszumachen, also nutzen wir das doch mal weiter. Der ist ja auch bestimmt B1 und so. Das heißt, stopfen wir einfach ein bisschen hier von da rein, dass der sich da verkantet, Reste wegisoliert. Und den Minuspol an den anderen. Den sollten wir uns vielleicht da noch ein bisschen zurechtschneiden. Da hängt noch der ganze Rest von diesem Ding dran, wo ich es von abgeschnitten habe. Das brauchen wir nicht mehr. Und auch hier können wir im Prinzip ein bisschen was reinstopfen. So, das müsste eigentlich reichen. Sollte aber bitte auch hinten sein. So, so, so. Okay, das müsste so passen. Gut, Preisfrage, lädt das Ding auch? Dazu stecken wir mal wieder ein. Gucken nochmal nach, ob hier vorne auch unsere gewünschte Spannung rauskommt. Das war rechts, war Plus. Das heißt, so müssten wir unsere 5 Volt sehen. Plus hier, Minus hier und jo, 5 Volt sind da. Jetzt muss nur noch die Maus laden mit USB. Dazu machen wir das Licht nochmal aus. Und einmal die Maus in die Ladeschale und haben wir ein Licht da unten? Hier, wir haben ein Licht. Also lädt. Zumindest, wenn man es halt richtig reinsteckt und nicht da dran rumwackelt. Wie gesagt, ist dafür gedacht, hier so zu sitzen. Und dann geht das auch. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ja, da gibt es eine Menge, was man verbessern könnte. Das hier ist halt Prototyp ohne wirklichen Ressourceneinsatz, abgesehen von ein bisschen Filament und Resten aus der Kiste. Wie man sehen kann, ich habe hier das Bereich mit dem Schaumstoff mehr oder weniger überall mit Alu überklebt, einfach um die Fläche größer zu kriegen. Wenn ich die Möglichkeit hätte oder sowas irgendwo finde, werde ich das eventuell noch tauschen gegen so Schaumstoff mit einem Metallgeflecht außenrum.
Die gibt es meistens so als EMI-Gummi, EMI-Dichtung bei Gehäusen. Ansonsten, boah, ich bin eigentlich damit zufrieden. Das Ding hängt an der Wand, soweit so gut. Und wenn ich meine Maus da reinmache, dann sollte die halt auch entsprechend laden. Okay, hat man gerade nicht wirklich gesehen, aber ich kann so einen grünen Schimmer erkennen. Also, er ist am Laden. Ist mit Sicherheit nicht das Schönste, was ich gebaut habe, aber, wie gesagt, war quasi kein Ressourceneinsatz. Und es ist für mich auf jeden Fall von der Technik her deutlich angenehmer als das, was ich vorher hatte. Jetzt muss ich nicht mehr hier alle paar Wochen die Batterien wechseln und den Rest wegschmeißen, sondern schmeiß das Ding hier halt einfach regelmäßig in die Ladeschale und kann dann direkt danach hier weitermachen und meinen Mauszeiger bewegen. Wie lange das hält, wird sich mal zeigen, aber prinzipiell die LeFePo 4, die hier verbaut sind, die haben meistens so eine Angabe von etwa 15 bis 20 Jahren Haltbarkeit. Und das ist auch nur, wenn man sie wirklich prügelt. Ich glaube, hier in der Anwendung, wo sehr geringe Ströme fließen, da ist im Zweifelsfall dann auch die Haltbarkeit höher. So oder so, es wird wahrscheinlich der Akku länger halten als die Maus. Und ja, ich würde mal sagen, damit können wir das definitiv abhaken und da tut, was es soll.